Toast. Also, ich gebe euch eine kurze Einführung in Software Defined Radio und auch Modulationstheorie. Das braucht ihr ein bisschen, damit ihr als Theorie-Hintergrund. Also erstmal, bevor wir zum Software Defined Radio kommen, schauen wir uns mal kurz an, was normalerweise passiert bei einer Radioübermittlung. Also was man halt braucht, wenn man etwas über die Luft übermitteln will. Normalerweise hat man hier Eingangssignal, man will irgendwie Audio übertragen, Radio oder ein Videosignal. Dann macht man Kompression. Meistens macht man das, also wenn es digitales Signal ist, macht man das in analog nicht mehr so viel. Man fügt Fehlerkorrektur hinzu, Modulation, Frequenzzuweisung, also welche Frequenz man verwendet für die Übertragung. Dann hat man hier den Funkkanal. Manchmal hat man Mobilität, also wenn man den Sender bewegt. Man hat Multipath, man hat Rauschen und oft hat man auch andere Signale in der Luft, die halt den Funkkanal teilen mit dem Signal. Auf der anderen Seite umgekehrt, man hat Demodulation, man hat Fehlerkorrektur, man hat Dekompression und hoffentlich kommt dann das originale Signal raus, also Audio, Video oder Daten. Kurz zum Frequenzspektrum und die Zuweisung. Es gibt so Pläne, dass dieser Plan hier ist von den USA. Und die haben diese schöne Tabelle hier. Man kann zum Beispiel hier sehen, von 88 bis 108. Dann kommt hier Flugfunk und weiterer Kram da hinten. Für Europa gibt es eine riesen Tabelle. Die kann man hier auf der ECHO-Website finden, also vom Europäischen Kommunikationsstelle. Das ist ziemlich groß. Also wenn ihr halt mal da schauen wollt, was in diesem Frequenzband in der Luft los ist, dann schaut euch die Tabelle an. Also fangen wir mal an mit dem nicht Software-Defined Radio. Also einfach um die Prinzipien zu verstehen. Hier ist zum Beispiel ein altes AM-Radio. Also man hat das Signal in der Luft, die AM-Übertragung, also von denen gibt es noch einige, aber werden immer mehr abgeschaltet. Hier hat man einen Superhit-Empfänger. Das heißt so, man hat hier, wo ist meine Maus? Hier ist meine Maus. Also man hat hier bei der Antenne, das ist die Antenne da drüben, hat man das Signal S1. Das ist das Signal, welches wir empfangen wollen. Man hat etwas, man filtert da die anderen Signale raus, die weiter weg sind. Dann hat man den Mixer hier. Also die LO-Frequenz des Mixers, also die vom lokalen Oszillator, wird immer so gewählt, damit das gewünschte Signal die gleiche Intermediate Frequency hat. Also so hat man einen sehr Filter mit einer steilen Flanke, dieser IF-Filter. Und beim Output vom IF-Filter hat man nur das gewünschte Signal. Dann kommt noch Verstärkung am Ende, dann geht es in den Demodulator. Und jetzt im Fall von einem AM-Radio hier ist eigentlich das ganze Signal kodiert in der Amplitude vom Signal. Das heißt, für die Dekodierung und das zu hören, nimmt man einfach einen Hüllformdetektor. Also man hat hier eine Diode, also es tut die negative Anteil des Signals ins Positive umwandeln und dann hat man hier einen Tiefpassfilter, um die Intermediate Frequencies loszuwerden, die man hier unten immer noch sieht. Und dann kann man einfach dem Audiosignal zuhören. So. Im Falle von Software-Defined Radio schauen wir uns mal das RX-Frontend an, der Empfangsteil. Der TX-Path, der Sendepfad, ist sehr ähnlich, aber halt andersrum. Also hier hat man wieder erstmal die Antenne. Die Antennen sind ziemlich wichtig, immer.
Also nehmt eine passende Antenne für den Frequenzbereich, den ihr empfangen möchtet. Oder senden natürlich. Weil wenn ihr keine passende Antenne habt, dann werdet ihr einfach gar nichts aus der Luft kriegen. Oder halt nur einen kleinen Anteil davon. Also ich habe einen Antennentalk gehalten am 31C3. Also wenn ihr an Antennen interessiert seid, schaut euch mal auf media.ccc.de die Aufzeichnung an. Also, wir haben hier wieder Filter, Verstärker und jetzt kommt ein IQ-Mixer. Also man sieht hier, es besteht eigentlich aus zwei Mixer und einem wieder lokalen Oszillator und für den einen wird hier das Signal um 90 Grad Phasen verschoben. Also dann wieder hat man hier Filter, Verstärker und dann kommt hier der AD-Wandler hier, um unser IQ-Signal in den Computer zu kriegen für Dekodierung und in Software Weiterverarbeitung. Also hier haben wir immer noch einen ziemlich großen Analogteil und das hier ist der digitale Teil nach dem AD-Wandler. Also das ist jetzt so klassisches Software-Defined Radio Aufbau. Also IQ-Daten, die enthalten das ursprüngliche Signal, das aus der Luft kommt. Also man kann das Rohsignal aufzeichnen. Das wird dann halt ziemlich schnell sehr groß. Und man könnte dann auch die Demodulation erst später machen. Also wenn man diese IQ-Signal hier auf den Einheitskreis einzeichnet, dann sieht man die Phasenverschiebung von 90 Grad zwischen dem I, dem Inphasenanteil I und dem Q-Anteil, dem Quadraturanteil des Signals. Wenn man hier Zahlen zuweist, dann kann man die in einem Vektor kombinieren. Dann können wir mit Pythagoras die Amplitude bestimmen von diesem Vektor und mit Trigonometrie können wir den Winkel bestimmen. Und diese zwei Parameter, also der Winkel und die Amplitude, sind die entscheidenden Parameter, in welche wir Informationen kodieren können. Also zum Beispiel vorher beim AM-Modell braucht man eigentlich ausschließlich die Amplitude. Und zum Beispiel bei FM-Modulation hat man eine konstante Amplitude und die gesamte Information wird in der Phase kodiert, also der Frequenz. Also egal, was man für eine Modulation hat, diese IQ-Daten enthalten alle notwendigen Daten des Signals. Also ein schönes Beispiel für eine Modulation, die viel gebraucht wird heutzutage, die beide diese Parameter braucht, ist die QAM-Modulation. Also hier zum Beispiel, das ist ein Konstellationsdiagramm aus dem Programm GNU Radio. Oh, das ist ein bisschen verschoben hier. Na egal. Also man hat hier den Inphasenanteil auf der X-Achse und der Quadraturanteil auf der Y-Achse. Und hier hat man hier 4 QAM, das heißt 4 Symbole, also 2 Bits pro Symbol. Oder hier 16 QAM, kann man 4 Bits pro Symbole kodieren. Wenn wir noch weitergehen, kommt dann zu 64 QAM, also das heißt 6 Bits pro Symbole. Das wird zum Beispiel verwendet bei DVB-T oder C oder DAB. Oder auch bei WLAN, dem 802.11n Standard, braucht bis zu 64 QAM. LTE auch bis zu 64 QAM. Wenn wir weitergehen, also 802.11.2ac verwendet bis zu 256 QAM, also noch mehr Punkte hier, also 8 Bits pro Symbol. Und bei LTE Advanced auch. Und jetzt, je mehr Daten man übertragen will, desto mehr Symbole braucht man.
Also 802.11ax braucht 1024 QAM. Also das entspricht dann 10 Bits pro Symbolen. Ja, und bei 4G oder jetzt dann 5G New Radio ist es auch bis zu 1024 QAM. Spannend wird das, wenn wir jetzt noch Rauschen hinzufügen, dann hat man hier die Kanäle, also im Kanal hat man natürlich immer Rauschen in der Praxis und das sieht dann hier so aus, wenn ich Rauschen hinzufügen bei 64 QAM, da kann man sich immer noch leicht denken, wo das eigentliche Symbol sein sollte. Und natürlich bei 1024 QAM wird das dann schon schwieriger, wie man hier sieht. Also das ist auch aus diesem Grund verwendet man immer Adaptive Modulation, also beim ersten Signalaustausch informiert man sich über die Signaldisqualität und dann, wenn die Signalqualität gut ist, macht man eine höhere Ordnung von Modulation und sonst schaltet man auf Tieferes um. Jetzt lasst uns zurückgehen zu den eigentlichen IQ-Daten. IQ-Daten sind sehr eng verbunden zu komplexen Zahlen. Um eine komplexe Zahl zu bekommen, müssen wir jetzt mal eine imaginäre Einheit J dazufügen. Und dann ergibt sich eine komplexe Nummer aus der Summe von I plus I mal Q. Complex Mamba kann man in verschiedenen Formen schreiben, zum Beispiel in der kartesischen Form oder in der häufigsten genutzte Form ist die Polarform. Diese wird geschrieben als C mal E hoch J mal Phi. Phi ist unsere Phase. In diesem Fall unsere reelle Achse, die Inphasenachse. Die Q-Achse ist unsere Außerphasenphase. Eine Eigenschaft der Polarform, die häufig genutzt wird in der digitalen Signalprozessierung, ist die Multiplikation. Wenn man zwei polar geformte Zahlen multipliziert, dann bekommt man eine Addition in den Teilen im Exponenten. Das wird häufig genutzt bei Fourier-Transformationen oder beim Mixen von Signalen. Es sieht ziemlich komplex aus, aber es funktioniert. So, der erste Schritt zu einem Software-Defined Radio ist, dass man die Teile des Signals bekommt. Denn wenn man die IQ-Daten nicht vernünftig rausfiltert, dann wird das Dekodieren in Software ziemlich schwierig oder sogar unmöglich. Also lasst uns mal die verschiedenen Teile des Software-Defined Empfänger uns angucken. After einem Bandfilter und einem Verstärker hat man den IQ-Mixer. Um es ein bisschen einfacher zu halten, wir überspringen den IQ-Part, sondern wir gucken uns nur den Mixer im Generellen an. Um das Signal aus der Frequenz zu bekommen, wird es multipliziert mit einem lokalen Oszillatorsignal und dann gefiltert. Diese Multiplikation führt zu einer Addition, zu einmal einem höheren und einmal einem unteren Part der Frequenz. Und mit dem Filter werden wir den hohen Part los und behalten nur den unteren. Der Mixer bestimmt dann den Frequenzbereich des Empfängers. Und als Beispiel der ATL-SDA, die ATL-SDA-USB-Sticks, die eigentlich für DVB-T-Empfang designt sind,
arbeiten von 24 bis 1766 MHz. Außerdem gibt es zum Beispiel das HackRF, das auch oft genutzt wird als Software-Defined Radio. Dieses arbeitet von 1 MHz bis 6 GHz. Und das Radio Badge vom CCC Camp vor 3 Jahren arbeitet von 50 MHz bis 4 GHz. Wie schon gesagt, der Mixer hier ist stark vereinfacht. Hier ist ein Schema des Chipsets auf dem HackRF und man sieht dort den EQ-Mix-Part. Der nächste Schritt nach dem Filtern und der einer Verstärkung ist ein Analog-Digital-Konverter. Dort bekommt man das analoge Signal und der Computer benötigt nun Samples des Signals. Das heißt, man teilt das Signal in kleine Zeitabschritte T und man bekommt dadurch die Sample Rate 1 durch T. Und man benutzt jetzt das Nyquist-Shannon-Sampling-Theorem, dass man die Sample Rate doppelt so groß sein muss wie das Originalsignal, sonst werden Fehler produziert durch ein Untersamplen. Wenn man das anwendet auf die Bandbreite, bekommt man auch die... Ja. Hier ein Beispiel von einem DVB-T-Plus-Signal. Das ist nett, weil wir haben eine Bandbreite von 1,5 MHz, welches relativ scharf ist. Dieses wurde empfangen mit einem RTL-STA DVB-T-Stick mit der Software GQRX, welche eine maximale Sampling-Rate von 3,2 MHz hat. Checken wir das jetzt mal für das Nyquist-Kriterium. Dann hat man eine Bandbreite von 1,5 MHz und eine Sample Rate von 1 durch T gleich 3,2 MHz und 1,5 MHz ist kleiner als 1,6 MHz. Also können wir das DVB-T-Plus-Signal empfangen und auflösen. Jetzt könntest du fragen, das hier ist auch für die DVB-T empfangen, für welche man eine Sampling Rate von 60 MHz braucht, um es zu digitalisieren. Dies ist beispielsweise auch ein sehr gutes Beispiel für die Nutzung von von SDRs. Also die Entwicklung ist ziemlich teuer, aber weil es für den Massenmarkt und für Fernsehen, also Fernsehen ist halt Massenmarkt, kann man solche Chips sehr billig herstellen. Also das heißt, dass das SDR-Modus wurde vermutlich später hinzugefügt für den DAB-Empfang und mit wachsender Bandbreite nimmt auch die Lausungsaufnahme des SDR-Modus wird größer, weil man immer die ganze Bandbreite digitalisieren muss. Also wenn man jetzt bei LTE ist mit 20 oder 40 MHz Bandbreite, spielt die Energieaufnahme eine ziemliche Rolle. Also ja, hier, man kann also das DAB-Signal empfangen. So, der nächste relevante Parameter ist die Auflösung vom ADC, vom Analog-Digital-Wandler. Also mit 3-Bit-Auflösung hat man zum Beispiel 8 diskrete Werte vom Signal oder mit 8 Bit sind es 256 und mit 16 Bit bekommt man viele Werte und diese Teile vom Schritt, also diese Stufenform, hier sieht man es mit 3-Bit-Auflösung
und also von einem Sinussignal hier und diese beiden, also diese Stufen vom 3-Bit-Auflösung und vom 16 und diese Stufen hier nennt man Quantization Noise. Also das ist ja die Spektrumsansicht von diesem Signal. Hier oben mit 6-Bit-Auflösung, da sieht man hier das Grundrauschen bei etwa minus 68 dB. Und hier unten mit 8-Bit-Auflösung sieht man, das Grundrauschen ist jetzt bei eher, also ist 12 dB runter, also bei minus 80 dB. Also wir sehen hier auch hier noch Beispiele. Also das RTL-SDR hat 8-Bit-ADC-Auflösung, HackRF und Radio haben doppelte 8-Bit-ADCs und zum Senden haben sie 10-Bit-Sende-DACs. Also andersrum, um digitale in analoge Signale umzuwandeln. Also das RTL-SDR hat nur den Empfangsteil. Man sieht hier auch auf der rechten Seite, das hier ist in der Zeitdomain und hier unten im Frequenzbereich. So, also wie bekommen wir hier die Frequenzansicht unseres Signals? Also hier zum Beispiel ist es eine Spektrumsansicht oben. Und hier unten ist das eingefärbt, das heißt Waterfall-Diagramm, Wasserfall-Diagramm. Hier hat man oben auf dem Spektrum, auf dieser Ansicht sieht man die Amplitude und als Funktion der Frequenz. Und im Waterfall-Diagramm sieht man die verschiedenen Amplituden in verschiedenen Farben und in dieser Richtung die Zeitachse. Also wie bekommt man jetzt die Frequenzansicht unseres Signals? Also im Frequenzbereich. Für das benutzt man die Fourier-Transformation, um das Signal aus dem Zeitbereich in den Frequenzbereich zu transformieren. Also Wikipedia hat eigentlich eine sehr schöne Ansicht hier. Also man hat hier ein Rechtecksignal. Das ist eine Linearkombination aus Sinuswellen mit verschiedenen Frequenzen, hier in blau dargestellt. Und der Frequenzanteil dieser verschiedenen Sinuswellen sind halt verteilt im Frequenzspektrum und sind hier dargestellt als Peaks. Also mathematisch sieht das wie folgt aus. Man hat hier diese verschiedenen Anteile der verschiedenen Sinuswellen. Also um es mal einfach zu machen, lasse ich die harmonischen Oberwellen aus und nehme einfach mal den ersten Anteil, rechne davon die Fourier-Transformation aus, das ist das Integral von unserem Funktion, also unserem Sinussignal, multipliziert mit e hoch minus i 2πft über t integriert. Da verwende ich jetzt wieder die Polarform und das ist dann wieder eine Multiplikation mit dieser Komponente und das Integral dieser Multiplikation ergibt dann diese Delta-Impulse mit der Frequenz, mit minus der Amplitude und plus der Amplitude. Und wir haben immer noch 1 über 2i vorne dran. Wenn wir uns jetzt die Fourier-Transformation eines komplexen Signales anschauen, ist es sogar noch einfacher. Dann gibt es einfach einen Delta-Impuls bei der Frequenz A. So, in der Praxis, bei der Berechnung, verwenden wir DFT, also diskrete Fourier-Transformation, und dann wird das Integral durch eine Summe ersetzt, also eine Summe dieser Signalbestandteile. Und normalerweise verwenden wir FFT,
die Fast-Fourier-Transformation. Das sieht man auch in den ganzen Implementationen. Das ist ein Algorithmus für effizientes Berechnen einer DFT. Also, nochmal zum DAB-Signal hier zurück in GQRX. Also man hat hier wieder die Waterfall-Ansicht. Ja, hier ist es ein bisschen klein. Naja, hier seht ihr es ein bisschen größer. Also man hat hier eine FFT-Größe von 32.768. Und auf der rechten Seite haben wir eine FFT mit einer Größe von 512. Also die FFT-Länge definiert eigentlich die Auflösung in der Bandbreite. Also hier sieht man, dass es viel gröber ist als hier mit einer größeren Bandbreitenauflösung links hier. So, also hier dieser Schieberegler, man findet hier diese Schieberegler und hier hat es noch FFT-Einstellungen, wenn ihr euch das mal anschauen wollt in dieser Software. Also diese Schieberegler hier habe ich auch noch größer. Also man kann hier den Bezugswert einstellen. Also wenn das Signal schwächer ist, muss man das nach unten regeln. Und auch der Amplitudenumfang, der hier angezeigt wird, kann man hier einstellen mit dB-Range. Also bei einem großen Dynamikumfang braucht man eine große Range. Und halt bei tiefer Signalstärke muss man das runterregeln. Also damit man überhaupt irgendwie was erkennen kann. So, man hat jetzt die Möglichkeiten, um FFT berechnen zu können oder IFFT, also die umgekehrte Transformation, ergibt uns eine Möglichkeit, Multicarrier-Modulation zu machen. Also hier haben wir OFDM. Also das wird oft gebraucht in mobiler Kommunikation, also zum Beispiel bei LTE. Also um die Effekte vom Kanal auszugleichen, vom Funkkanal. Also oft gibt es destruktive Interferenz, weil man hier mit diesen verschiedenen Carriers hier dargestellt haben eine destruktive Interferenz zueinander. Also das heißt, es gibt dann Attenuation. Und wenn man jetzt Informationsübertragung über verschiedene Carrier aufteilt, hat man immer noch die Möglichkeit, bestimmte Carrier zu empfangen und mit Fehlerkorrektur kann man das dann wieder kompensieren. Hier die FFT in dem Transmission, also im Senderfall. Da wird eine inverse Fourier-Transformation, Fast-Fourier-Transformation genutzt. Und zum Beispiel die QRM-Daten werden dann zu verschiedenen Frequenzen, zu den Transmittern geführt. Danach kommt ein üblicher EQ-Mixer. Und im Fall des Empfängers wird eine Fast-Fourier-Transformation genutzt, die dann die Symbole ergeben und dann aus den verschiedenen Trägern rausgezogen werden. Hier wiederum wieder einmal das DAB-Signal. Wir haben hier 1536 Subcarriers. Und die Nummer der Subcarriers ist immer ein Kompromiss, der davon abhängt, wie viel Doppler-Shift man hat. Und auf der anderen Seite definiert es, wie lange das Signal in der Luft bleibt. Je mehr Carrier man hat, je länger ist das Signal. Das hat wiederum einen Effekt auf die Verzögerung des Signals. Außerdem
gibt es zudem ein Schutzintervall zu jedem Signal, um mit weiteren Verzögerungen zu umzugehen. Beispielsweise DAB hat eine Funktion des Einzelfrequenzmodus, sodass man verschiedene Sender auf derselben Frequenz übertragen kann. Aber gerade im Speziellen da, wo sich die verschiedenen Sendeareale überlappen, gibt es sehr, sehr viele Carrier. LTE im Vergleich hat auf dem Downlink bei einer Bandbreite von 10 MHz 601 Carrier und im Uplink 600. Und 802.11ac hat eine 40 MHz Bandbreite mit 128 Carriern. So, lasst uns zurückkommen von der komplexen Welt vom Software-Defined Radio zur reellen Welt. SDR bringt uns eine günstige und flexible Lösung für eine ansonsten sehr kostenintensive Technologie. Das ist vor allen Dingen nutzbar für die Wissenschaft, aber auch für Alltagsanwendungen. Es gibt eine große Community, die auch Open-Source-Software, Defined Radio-Software entwickelt. Und es gibt viele Community-getriebene Projekte. Eins davon ist das Digital Radio, das aus der Schweiz kommt. Hier Community Radio Goes, also in der Schweiz. Es war immer so ein bisschen ein Problem für Community, also für Gemeinschaftsradios, weil sie sehr teuer sind. Hier in Leipzig gibt es auch eins, das beispielsweise ein Programm sendet, die jetzt gerade wohl starten, vor knapp 3 Stunden heute. Es heißt Fairydust FM. Wenn ihr hören wollt, dann guckt auf das Wiki, wie ihr sie empfangen könnt. Sie haben meistens, also diese Radios haben meistens kein großes Budget. Und so man braucht da eben günstige Sendereinrichtungen. Und mit DAB, mit digitalem Audio-Sendeservice, wird es ziemlich schwer, weil DAB wurde entwickelt von den großen Sendeanstalten wie der BBC oder der ARD. Und man kann viele Programme in einen Multiplex packen. Man kann große Einzelfrequenznetzwerke aufbauen. Lokale Sender und speziellen Community-Sender brauchen eine flexible Sendetechnologie. Und man könnte daher argumentieren, dass digitales Radio nicht wirklich relevant ist für Community-Sender. Aber es gibt Länder, die gerade frequenzmoduliertes Radio FM abschalten. Also, vor ein paar Jahren passiert ist, ist, dass Leute Open-Source-DAB-Sendesoftware geschrieben haben. Man kann die Software dazu unter opendigitalradio.org empfangen. Sie haben den Pinguin mit dem Sendeturm auf dem Kopf als Logo. In der Schweiz, die Abschaltung des analogen Radios ist jetzt schon 2024 und einige Community-Radios sind schon auf dem digitalen Sendebetrieb. In Großbritannien wird das Analogradio auch bald ausgeschaltet. Und es gab vor kurzem eine Umfrage zum Thema der regionalen Digitalradio-Nutzung. Ein anderes Beispiel ist die Community-getriebene Telefonnummer.
Technologie. In abgelegenen Gebieten, beispielsweise in Mexiko und anderen Ländern bestimmt auch, gibt es häufig kein Mobiltelefonnetzwerk, weil sich das ökonomisch nicht rechnet. Und deshalb gibt es dort nur ein paar hundert, meistens gibt es dort nur ein paar hundert Nutzer. Und vor ein paar Jahren war ich in Mexiko für einen Artikel, den ich geschrieben habe, und habe mir da ein Netzwerk angeguckt, das auf SDR-Technologie basierte, welches es dann eben relativ günstig gemacht hat, für die kleinen Gemeinschaften auch ein Mobilnetzwerk zu betreiben. Diese Gesellschaft hat die Lizenz, ein solches Radio zu betreiben, und in verschiedenen Teilen von Mexiko, beispielsweise in Puebla, existiert dies. Und es gibt inzwischen 20 Mobilfunknetze dort. Sie machen viel Training und bringen den Leuten bei, wie man ein eigenes GSM-Netz betreibt. Ihr könnt euch das angucken auf ihrer Seite. Das sind jetzt nur drei Beispiele für Projekte, die SDR-Technologie genutzt haben für Kommunikation mit kleinem Budget. Und jetzt könnt ihr euch fragen, ob ihr nicht vielleicht selber mal mit SDR rumspielen wollt. Und zum Starten dafür zu empfangen, eignen sich die RTL-SDR-USB-Sticks, die zwischen 10 und 20 Euro kosten. Und es gibt dafür Software, wie beispielsweise das GQRX, die ihr schon häufig in den Beispielen gesehen habt. Die Software aber läuft auf Linux und Mac. Hier rechts ein Bild, im Bild das Beispiel mit GQRX. Es gibt, diese Software besitzt einen eingebauten FM-Decoder. Man kann damit also UKW-Radio hören, und es gibt auch andere Decoder. Man kann auch einfach die EQ-Daten dumpen, speichern, um sie später zu dekodieren. Es gibt auch Software für Windows, beispielsweise SDR Sharp oder HD-SDR oder WinSDR. Aber beachtet bitte, dass das Zuhören in nicht öffentlichen Bändern nicht erlaubt ist. Das nächste Level wäre dann GNU Radio. Ich habe bereits zwischendurch mal Plots gezeigt, die mit GNU Radio entstanden sind, vor allen Dingen die Constellation Plots. GNU Radio bietet ein sehr großes Framework für Software-Defined Radio. Es gibt dort viele Funktionen, mit denen man seine eigenen Anwendungen bauen kann. Es gibt Quellen, beispielsweise die RTL-Radio, RTL-SDR-Source. Dort kann man definieren die Sampling Rate, die Frequenz, auf die man hören möchte, und anderes Zeug. Dann gibt es viele Funktionen, wie beispielsweise hier die FM-Demulation, ein Spektrum Viewer, also beispielsweise der FFT-Sync, und dann hat man noch andere Syncs, wie beispielsweise hier den Audio-Sync, den man mit einer Soundcard verbinden kann und man dadurch dann auch auf FM-Radio hören kann. Man kann hier auch sein Hacker-F verbinden, um etwas zu senden. Man kann sogar selber seine eigenen Funktionen schreiben. Das ist sogar recht einfach mit dem GNU Radio Companion. Es gibt dazu viele Beispiele im Internet und eine sehr aktive Gemeinschaft, Community. Das Programm wird auch häufig in der Akademie benutzt, in der Wissenschaft genutzt. Also wenn ihr studiert, dann gibt es relativ häufig Projekte rings um GNU Radio. Es gibt auch sehr viele verschiedene SDA-Hardware, beispielsweise das Hacker-F oder das Radio-Badge vom CCC-Camp.
Und möglicherweise fragt doch einfach mal around, vielleicht hat jemand hier eins rumliegen. Es gibt auch ein bisschen teurere mit beispielsweise besserer Auflösung. Die Digital-Analog-Konverter haben da bessere Auflösung. Die USRP-Familie hat eine gute Resolution, gute Auflösung und wird auch sehr oft in der Wissenschaft genutzt. Ich kenne das aus meiner Zeit an der Universität. So, weitere Informationen, wenn ihr wirklich interessiert seid. Hier gibt es viele massive Open-Online-Kurse, also die sind auf Englisch bei der Universität in Madrid. Es gibt Videotutorials für das HackerF auf deren Website. Und es gibt schöne, kostenlos verfügbare Bücher über Software-Defined Radio. Die könnt ihr euch mal angucken. Und wenn ihr hier seid, es gibt hier eine Software-Defined Radio Challenge auf dem Kongress. Und es gibt einen Tisch in der Halle 3 in den Wastelands. Und da gibt es viele verschiedene Software-Defined Radio Challenges. Es gibt einen Game-Server, wo man seine Flag verdienen kann. Und man kann dort auch einen RTL-SDR-Stick sich leihen. Und sie werden euch was mit GNU-Radio zeigen und es gibt Bluetooth-Challenges. Thank you for your, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt wird Zeit für Fragen. Du hast erwähnt, dass nicht öffentliche Übertragung abzuhören ist verboten. Was ist da die rechtliche Grundlage? Wenn ich mich richtig erinnere, erlaubt die Europäische Menschenrechtskommunikation, dass man die Freiheit, Pressefreiheit hat und Journalismus beinhaltet, das Radiofrequenzspektrum abzuhören. Ja, also das FM-Spektrum ist öffentlich, aber es gibt auch andere Dienste, die beispielsweise verschlüsselt sind, weil früher diese Technologie nicht verfügbar war. Und also zumindest für normale Menschen. Aber heutzutage hat man viel mehr Möglichkeiten, um andere Frequenzen zu empfangen, die sehr einfach sind, die dann eben nicht öffentlich sind. Aber also was ist da die rechtliche Grundlage? Ich bin kein Anwalt, deshalb kann ich euch nicht genau sagen, welches Gesetz es verbietet. Does the internet have questions by now? If you have a question by the way, just walk to the mic. Aus dem Internet keine Fragen? Also, Open Digital Radio dankt dir aber für deinen Vortrag. Also auch keine Frage hier. Also zur rechtlichen Lage. Man darf nicht öffentliche Übertragungen abhören. Also zum Beispiel Towerfunk. Aber man darf es nicht aufzeichnen und dann das veröffentlichen, was man aufgenommen hat. Also theoretisch, wenn man zu Hause sitzt und zuhört, im Towerfunk von Piloten oder so, also ist legal.
aber man darf einfach sozusagen kein Geld damit verdienen. Also das ist die rechtliche Situation in Deutschland. Also keine Ahnung, wie es sonst in Europa ist. Also, ich bin ein Anwalt und da es variiert von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat in der EU, wie das rechtlich gehandhabt wird. Thank you so much for your time.